Hallo, schön, dass ihr euch für unsere Arbeit interessiert. Ich bin Klaus Wowereit, Kenan Kolat. Wir beide leiten die Zukunftswerkstatt Integration. Die SPD hat sich vorgenommen, in den nächsten 2 Jahren dieses wichtige Thema, dieses Zukunftsthema für uns neu zu betrachten. Vieles ist schon geleistet worden. Wir wissen, wohin wir wollen, aber es ergeben sich immer neue Herausforderungen. Wir wollen sehen, wie können wir Integration verbessern, wie können wir Menschen eine Teilhabe ermöglichen. Und Integration bedeutet für uns nicht nur Integration von Migrantinnen und Migranten, sondern von allen gesellschaftlichen Schichten, natürlich auch von Menschen, die Schwierigkeiten haben, die einen deutschen Pass haben. Integration heißt auch Teilhabe von älteren Menschen, also Integration im umfassenden Sinne betrachtet. Wir können das nicht alleine machen. Deswegen sitzen wir zusammen. Deshalb sitzen wir zusammen und wollen Partizipation haben. Wir wollen in der Partei die Diskussion haben und natürlich die Bürgerinnen und Bürger auffordern, mit uns gemeinsam eigene Zukunftswerkstätten zu entwickeln. Gerade das wollte ich auch sagen. Ich denke, es ist wichtig für unsere Partei, dass wir jetzt mit dieser Zukunftswerkstatt einen neuen Weg angehen, dass Menschen mit unterschiedlichen Biografien, beide sind Deutsche vielleicht, Klaus und ich, aber wir haben unterschiedliche Biografien. Das zeigt, dass die SPD hier dieses Reichtum auch nach außen tragen möchte. Ich teile die Meinung von Klaus Wowereit ausdrücklich, wo er sagt, es geht nicht nur um die Integration der Migranten, sondern es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und diese Aufgabe wollen wir gemeinsam meistern. Wir wollen eine Gesellschaft, die offen ist für alle. Wir wollen eine Gesellschaft haben, die über Konflikte spricht, Konflikte nicht verbirgt, aber auch offen spricht. Wir wollen diese Konflikte minimieren. Wir wollen eine gemeinsame Zusammenhalt erweitern. Und wir möchten eine Gesellschaft, eine solidarische Gesellschaft von Menschen haben, die sich füreinander stehen. Ob sie Türken sind, ob sie Kurden sind, ob sie Ausländer sind, Nicht-Ausländer, Deutsche, ist egal. Menschen sind, die in unserem Land gerne leben möchten. Wir wollen dazu unseren Beitrag leisten, dass wir gemeinsam unseren Wohlstand verbessern und in der Welt auch nach außen als weltoffene Gesellschaft darstellen. Und wir wollen auch zeigen, dass Integration millionenfach in der Republik funktioniert hat. Es gibt sehr viele Menschen, die Gott sei Dank ihren Aufstieg gemacht haben. Auch das wollen wir zeigen. Nicht nur über Probleme reden, sondern auch exemplarisch zeigen, was waren eigentlich die Voraussetzungen dafür, dass es bei dem einen geklappt hat, bei dem anderen vielleicht nicht. Und das als Beispiel nehmen, wie man das organisieren kann. Also auch gute Beispiele zeigen, über das Gelingen auch reden, nicht nur über das Misslingen. Und das ist unsere Aufgabe. Dazu laden wir euch ein, Sie ein, mitzutun. Wir können weiter kommunizieren miteinander. Weitere Informationen wird es auf unserer Homepage geben. Wir werden diesen Prozess nach außen gestalten und immer wieder auch über Zwischenschritte berichten. Als nächstes werden wir ein öffentliches Hearing durchführen, um mit Verbänden, mit Organisationen, mit Einzelpersönlichkeiten die Kernthemen eigentlich dieser Aufgabe Integration auch herauszuarbeiten. Und das wird dann auch der öffentliche Startschuss sein für die Zukunftswerkstatt Integration der SPD.